Hallo Leute und willkommen auf All About Ultimate Team. Wir haben heute den Mario Gomez Man of the Match für euch. Erhalten hat er die Karte im DFB-Pokalfinale für seine zwei Tore. Und ja, also die Aufwertungen sind ganz ordentlich, vor allem in den wichtigen Kategorien für den Stürmer. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Hier seht ihr die Mannschaft, mit der wir ihn gespielt haben. Das ist ein System mit zwei Stürmern und das raten wir euch auch, weil in einem System mit einem Stürmer ist er doch ein bisschen zu behäbig und zu langsam. Aber schauen wir uns einfach die Footage an und dann erzähle ich euch mehr dazu. Kommen wir zuerst zu seiner Pace. Er hat jetzt 78, das statt wie bei seiner normalen Karte 76. Die Pace ist absolut ausreichend, er hat dazu 91 Stärke. Und ja, das macht ihn eigentlich zu einem sehr guten Stürmer, der sich wirklich schwer vom Ball trennen lässt. Seine Dribblings, es ist bei ihm ein kleines bisschen wie in echt auch. Er hat eigentlich eine sehr enge Ballführung und bewegt sich echt nicht allzu schlecht mit dem Ball. Und teilweise wirkt es dann aber wieder so total unbeholfen, wo er Bälle verstolpert, wo sie ihm ewig weit wegspringen, wo du denkst, ey, was macht der Typ da? Dazu hat er nur 3 Sterne Skill Moves, also da ist auch nicht arg viel mehr als ein Roulette mal drin. Und selbst da braucht er einfach relativ viel Raum, um das auszuführen. Man muss aber zu seiner Ehrenrettung sagen, dass es alles gar nicht so schlimm ist, weil Gomez steht wirklich immer genau da, wo er stehen muss. Er kam für mich so oft frei zum Schuss, so oft frei zum Kopfball, obwohl er ja wirklich nicht schnell ist und nicht einfach irgendwelchen Abwehrspielern davonrennt. Er steht wirklich immer genau da, wo er sein muss. Und das bringt uns dann auch gleich zu seinem Schießen. Er hat 88 Schießen, dazu gehören 88 Longshots, 98 Schusskraft, 99 Volleys und 99 Finishing. Das ist wirklich, er hat richtig, richtig gute Stats. Allerdings macht er dafür auch ziemlich viele nicht rein. Also er hat in den 14 Spielen, die ich mit ihm gemacht habe, 17 Tore geschossen. Man muss aber wirklich sagen, er hätte 30 machen können. Er kam so oft frei zum Kopfball, frei zum Schuss und hat sie einfach unerklärlicherweise daneben gesetzt. Gerade die Kopfbälle müsste man meinen. Der Typ ist ungefähr 1,90 und einfach ein Biest. Der muss die Dinger reinmachen. Seine Longshots, ich kam mit ihm irgendwie, da er die meiste Zeit wirklich an der Abseitskante steht, irgendwie relativ selten in gute Schussposition aus der Ferne. Ich glaube, ich habe auch überhaupt keinen einzigen reingemacht. Die meisten hat er wirklich irgendwie sich durchgetankt und sie dann reingehämmert. Seine Elfmeter, ist absolut solide, er hat 86 auf der Karte, das passt schon. Also mit ihm ist es nicht allzu schwer, einen Elfer reinzuhauen. Dann kommen wir auch schon zu seinem Verteidigungsverhalten. Das ist eigentlich absolut okay für einen Stürmer. Er gewinnt relativ viele Zweikämpfe, er steht meistens richtig. Das ist okay. Wo er mich absolut überrascht hat, war beim Passen. Er hat eigentlich nur 69 Passen, aber ich hätte ihn auch auf der 10 aufstellen können. Das hätte, glaube ich, auch gepasst. Also er hat wirklich so viele gute Steilpässe gespielt auf Reus oder auf Gündogan. Ich war begeistert. So, dann kommen wir nochmal zu seinem Kopfballspiel zurück. Ich habe ihn ja vorher ein bisschen kritisiert, dass er viele freie Kopfbälle nicht reingemacht hätte. Aber er hat wahrscheinlich sogar noch mehr reingemacht, wie er nicht reingemacht hat, bloß die anderen bleiben halt eher im Gedächtnis. Ja, er ist wirklich ein richtig guter Kopfballspieler. Er steht so oft genau an der Stelle, wo die Flanke landet und macht sie rein. Die andere Sache ist die, dass er zum Beispiel bei Abschlägen vom eigenen Torwart die Kopfballduelle so oft gegen die Verteidiger gewinnt und die Bälle richtig gut verlängert. Ich war so oft mit Reus danach frei durch, weil er den Kopfball gewonnen hat und einfach wunderschön abgelegt hat. So, und damit kommen wir dann auch zu unserer gewohnten Pro- und Contra-Analyse. Das sind auf jeden Fall zu nennen seine Kopfbälle, seine sehr gute Stärke, mit der er seine Gegenspieler gut wegdrücken kann, sein Positionsspiel, mit dem er seine geringere Geschwindigkeit und sein relativ schwaches Dribbling kompensieren kann, seine guten Pässe und sein Weakfoot, der es zwar 4 Sterne ist, aber teilweise sich auch wie 5 anfühlt. Ich habe wirklich einige Tore mit ihm mit links geschossen. Und negativ fand ich dann eigentlich nur, dass er halt relativ viele Chancen benötigt, um seine Tore zu machen, dafür, dass er so gute Abschlussstats hat und seinen Preis von ungefähr 240.000 zurzeit. Ich denke, darum wird er sich auch etwa einpendeln, nachdem er jetzt nicht mehr zu ziehen ist. Das bringt uns dann auch zur Bewertung. Ich habe ihm 8 von 10 möglichen Punkten gegeben. Das liegt daran, dass ich es mochte, mal mit einem anderen Spieler zu spielen, der nicht so mega schnell ist, aber sich trotzdem gut gegen Gegenspieler behaupten kann, mit dem man schön auf Flanken spielen kann und ja, der die Dinger einfach reinmacht. Preis-Leistung habe ich ihm 7 von 10 gegeben. Er kostet zwar 240.000, aber es gibt in der Bundesliga eigentlich
sonst keinen Stürmer, der das kann, was Gomez kann. Und da kann man das, wenn man das Geld hat, das schon mal bezahlen. Ja, das war's dann auch mit dem Man of the Match Mario Gomez. Morgen gibt's den viel gewünschten Antonio Di Natale Team of the Season. Falls ihr sonst noch irgendwelche Wunschspiele habt, die wir reviewen sollten aus dem italienischen Team of the Season, schaut doch mal bei Usumaki Reviewer vorbei, der Link ist in der Description. Der hat schon sehr viele Team of the Season Spieler gemacht aus Italien, zum Beispiel Balotelli oder El Jarawi. Ansonsten können wir sagen, dass wir auf jeden Fall aus dem neuen Team of the Season, das am Mittwoch rauskommt, ein, zwei Spieler machen werden. Und ja, mir bleibt dann eigentlich nur zu sagen, bis zum nächsten Mal auf All About Ultimate Team.